So, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und heute stelle ich euch diesen neuen Kampfstock vor. So, es geht heute um diesen Kampfstock, ein Dreiteiler, und ihr könnt damit drei unterschiedliche Varianten trainieren. Der Kampfstock wurde zur Verfügung gestellt von Park Sung Bo. Also, der Kampfstock besteht aus Holz, er lässt sich sehr leicht in der Hand führen und ja, ist sehr sauber verarbeitet. Auch die Verbindungen, die wackeln nicht, da ruckelt nichts und er fühlt sich einfach nur prächtig in der Führung an. Man kann unterschiedliche Techniken mit dem Stock üben. Zum Beispiel hier diese, zack, über den Kopf drehen lassen und so. Dazu solltet ihr aber mal meine anderen Videos, meine älteren Videos gucken, wie der Trick hier funktioniert. Dann gibt es natürlich noch die andere Variante. Ihr könnt ihn hier auseinanderschrauben. Ja, das Gewinde ist sehr stabil. Es lässt sich ganz einfach rein- und rausschrauben. Und das ist die neue Besonderheit von diesem Kampfstock. Der wird nicht in der Mitte durchbrechen. Der ist natürlich auch hier, ne, sehr, sehr stabil. So, einfach hier wieder reindrehen. So, beim Training mit einem Partner kann jetzt jemand diesen Stock hier benutzen und der andere hat halt so einen Knüppel. Und der kann dann halt auch immer hier schön ein paar Techniken mit denen üben. Und der andere muss dann halt hier versuchen mit abzublocken. Zack, zack, zack. Also wunderbar zum Trainieren mit dem Partner geeignet. So, wenn ihr halt mit dem Stock trainiert, achtet darauf, dass ihr nicht mit dem Ende hier halt in die Erde rammt, weil jetzt habe ich da Sand drinne. Ja, und um das halt zu vermeiden, wäre es doch klüger, wenn ihr dann halt das Gewinde hier ranschraubt, weil wenn dann im Gewinde der Schmutz ist, könnt ihr das Gewinde abdrehen, ja, das Gewinde sauber machen und dann habt ihr das Problem jetzt nicht, was ich gerade habe. Also, nur so ein kleiner Hintergedanke. Trainiert doch lieber mit Gewinde am Ende. Sonst habt ihr ein Problem mit der Reinigung. Zack, zack. Ja, mit diesen kleinen könnt ihr auch Techniken üben, die ich mal in Videos vorgestellt habe, in der Videoreihe Bo-Staff Training. Ja, hiermit könnt ihr hinter dem Rücken lang führen. Er ist sehr kurz. Das heißt, ihr kommt auch hier unten nicht auf den Fußboden auf. Und somit könnt ihr dann alle Techniken lernen, die ich mal gezeigt habe. Zack. Lässt sich auch hier ganz einfach in die Hand führen. Wunderbar. Ja, alle, die sich fragen, welche Kampfstockgröße brauche ich, der kann mit diesem Bo-Staff hier halt alle Varianten abarbeiten. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, welche Länge ihr braucht, bestellt einfach diesen hier. Dann habt ihr einen 2,10 Meter Stock, womit ihr dann halt üben könnt. Oder einen ungefähr 1,50 Meter Stock. Oder drei Teile. Es kann ja immer mal sein, dass ihr einen Kampfstock habt, seid mitten im Gefecht und er bricht auseinander. Hier in der Mitte, zack, und dann habt ihr zwei. Und dann denkt ihr, oh, jetzt kann ich aber nicht mehr kämpfen, weil ich kann ja nur mit einem Kampfstock. Ja, jetzt habt ihr zwei und könnt auch hiermit unterschiedliche Techniken jetzt im Wald üben. Was heißt im Wald? Auf dem Hof, im Garten, wo auch immer. Ja, also auseinandergebaut habt ihr minimalen Transportplatz. Das heißt, da reicht eine kleine Tasche oder einen kleinen Rucksack für. Und schon könnt ihr damit überall hingehen und an Orten trainieren wie diesen, ohne dass ihr halt so auffällig seid mit einem langen Holzstock, der natürlich aus einem besteht. Wie schon gesagt, so ein bisschen Schmutz macht da nichts aus. Ist halt für den Draußenbereich gut geeignet, der Kampfstock. So, nochmal prüfen. Das Gewinde ist fest. Auch hier wackelt nichts. Auch hier wackelt nichts. Wie schon gesagt, sehr stabil zusammengebaut. Sehr gut. So, wer diesen Kampfstock halt nicht, ja, so lose in den Rucksack oder so transportieren möchte, der kann natürlich auch hier gleichzeitig eine Tasche dazu bestellen. Die kann man ganz einfach so tragen, an dem Henkel hier. Oder halt hier hinten ist so ein, ja, so ein Gurt, womit man ihn dann halt hier ganz einfach transportieren kann. Ja, wir haben hier bei der Tasche drei Reißverschlüsse, also drei Fächer. Wir können hier unsere Sportklamotten drin haben, in dem einfach halt den Stock. Und hier vorne zum Beispiel dann unsere Wertsachen wie Portemonnaie oder halt ja, MP3-Player. Ich trainiere gerne mit Musik,
weil das gibt so ein bisschen mehr Feeling. Ja, wenn man das nicht im Wohnzimmer lagern will, dann halt in die Tasche. Also, ich verlinke euch das alles unter dem Video. 10% Rabatt, wie schon gesagt, nur unter meinem Video. Das ist jetzt mein Lieblingshammstock, weil er so einfach zu bedienen ist, so stabil gebaut und natürlich die drei unterschiedlichen Varianten zum Trainieren. So, hiermit verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir gefällt auf jeden Fall der Kampfstock. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Lasst euch überraschen, was demnächst kommt. Euer Survival Pete. Haut rein. Zack.